Freunde, schön, dass ihr wieder da seid. Ich habe von Volker Schneider von VHS COS Photography eine Einladung bekommen, ihn mal in seinem Studio zu besuchen und an einem Shooting teilzunehmen. Was für ein Set genau geplant ist, welche Bildidee er hat, habe ich noch überhaupt keine Infos bekommen. Ich weiß nur so viel, die Christina wird als Model da sein und die Laura Rossi als Make-up-Artist. Aber was genau dort passiert, ich glaube, das müssen wir uns vor Ort anschauen. Also, kommt einfach mal mit. So, hallo Freunde. Mittlerweile bin ich jetzt beim Volker eingetroffen. Wie ihr seht, wir haben es uns hier schon mal gemütlich gemacht. Ja, hallo Marc. Alles gut angekommen? Hast du alles geschafft, hierher zu finden? Soweit, so gut. Hat ja gestern schon alles gepackt. Okay. Wobei war es ja nicht. Freut mich, dass du hier bist, dass du mal meine Sets hier sehen kannst, was ich hier so mache, was ich so treibe. Ich sitze hier normalerweise im Wohnzimmer. Dort, wo ich jetzt hier sitze, ist eigentlich unser Kaminplatz. Okay. Im Hintergrund ist eigentlich der Kamin, den ich jetzt aus habe, weil sonst wird mir der Hintergrund abfackeln. Okay, ja. Ja, erstmal danke für die Einladung. Schön, dass ich heute ein bisschen über die Schulter schauen darf. Gerne. Jetzt bin ich schon mal ganz gespannt. Was hast du denn eigentlich vor heute? Also ich habe vor, das Ganze so ein bisschen im High-Key-Stil zu halten. Also sprich, sehr viel Licht, aber trotzdem, dass die Person, das Model, nicht überzubelichten, weil das ist eine ganz schwierige und eine ganz diffizile Geschichte. Ich habe hinter mir den weißen Hintergrund. Wir sitzen jetzt hier auf einer Bank drauf, die dann später auch im Shooting mit eingebunden wird. Ich beleuchte den Hintergrund mit zwei Striplights und blitze den faktisch komplett weg. Also der wird dann nur noch als weiße Fläche zu sehen sein. Und habe frontal noch einen zusätzlichen Beauty-Dicht gesetzt, der uns jetzt beleuchtet, damit man uns auch sieht. Und bei mir dunkel, der dann auch das Modell halt ausleuchtet. Okay. Was hast du so an Klamotte und an Make-up? Also ich habe jetzt vorgesehen, dass das Model zwei lange Kleider mitbringt. Mhm. Erstmal, dass man sieht, den High-Key-Stil trotzdem zu behalten, aber auch einen kleinen Farbkleckser zu setzen. Okay, aber es wird eher romantisch. Romantisch, genau. Genau. Wenn ich mir so die Bank anschaue. Wir zwei kommen hier auch schon total romantisch rüber. Ja, gell. Ja. Nee, also es soll romantisch sein, es soll zart, es soll weich sein. Wird da vielleicht ein kleiner Weichzeichner noch dann bei der Bearbeitung drüber gelegt. Aber nichts Hartes, keine harten Ecken, Kanten, das soll halt vermieden werden. Okay. Mit den Kleidern erreiche ich auch einen romantischen Touch. Genauso wird es auch bei der Visa sein, die wir jetzt noch nicht sehen, aber da gehen wir dann gleich mal hin. Ja. Schauen uns die zwei an, wie sie arbeiten. Lass uns doch einfach mal zwischendurch reingucken. Mal gucken, was die Visa so anstellen. Oder okay. Die Laura vielmehr mit dem Model. Wir haben ja heute nur eine Visa da. Genau. Na, es sieht doch schon mal ganz interessant aus. Bin mal gespannt, wie es zum Schluss wirkt dann auf den Bildern. Ja, sie hat von mir auch die Anweisung bekommen, den ganzen, auch den romantischen Touch zu bringen. Also ich will jetzt auch keine knallharten Farben oder sowas haben. Das Model muss geschminkt werden, das ist ganz wichtig beim Fotografieren, und es muss auch immer überschminkt werden, wobei mir die Farben heute etwas zurücknehmen. Okay. Sie wird dann auch ein bisschen welliger die Haare noch bekommen, jetzt sind sie noch glatt, aber das macht dann die Laura noch, und mal schauen, was rauskommt. So, mittlerweile haben wir uns alle vier zusammengefunden und ich würde sagen, Volker, stell doch mal bitte die Mädels vor. Ja, mach ich doch gerne. Also haben wir zuerst mal unsere Visa, die Laura, die eigentlich eine feste Visa mittlerweile von mir ist und auch schon des Öfteren geschminkt hat. Außerdem halt bei uns auch in der Gruppe ist, im Main-Kinzig-Kreis als Visa, tolle Arbeit bis jetzt gemacht. Danke. Haben dann hier unsere Model, die Christina. Mit ihr habe ich schon das letzte Mal eigentlich auch schon, erst schon länger her, wo ich mit ihr fotografiert habe. Aber vielleicht erklärst du kurz, was du gemacht hast. Sehr gerne. Und zwar haben wir heute das Thema romantisch sein. Und zu Christina passt es halt persönlich sehr gut, weil sie auch einfach vom Typ her mit den blauen Augen und mit den blonden Haaren zu diesem romantischen Thema passt. Und das haben wir heute so umgesetzt und ich hoffe, ich habe meine Aufgabe auch erfüllt heute. Und ich bin gespannt auf das Ergebnis heute. Marc, was hältst du von der Arbeit? Ja, ich bin schon beeindruckt. Ich hätte nicht gedacht, dass es dann so rauskommt oder dass sie so rauskommt vielmehr. Also ich bin schon überzeugt und beeindruckt.
Ja, und dann Christina, du bist jetzt heute das zweite Mal, glaube ich, bei mir. Direkt im Studio, im Home-Studio. Genau. So damals hat sich einiges geändert. Ja. Ich hoffe, dir gefällt alles, es passt alles und bist auch erwartungsfroh auf die Bilder, was da kommt. Auf jeden Fall, also ich freue mich und kann es gar nicht erwarten, loszulegen jetzt. Ja. Gut, ja, ich denke mal, ich werde euch noch ein bisschen über die Schulter schauen, werde euch noch einen Augenblick begleiten, weil mir neugierig, was ihr so veranstaltet. Und für euch gilt natürlich wie immer, alle Links kommen dann ans Ende wieder ins Video, beziehungsweise werden unten in den Kommentaren gepostet. Und wenn euch das Video gefallen hat oder ihr uns unterstützen wollt, dann würde ich sagen, gebt uns doch einen Daumen oder postet eure Kommentare einfach unten rein. In diesem Sinne, bleibt dran. Gut, dann wollen wir mal loslegen. Ja, sehr gut.